Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Tutorial möchte ich euch zeigen, dass man auch unter Linux Mint 22 wunderbar moderne Spiele spielen kann. Oder überhaupt irgendwelche Spiele. Wir fangen wieder an mit unserer Anwendungsverwaltung, was die so zu bieten hat. Da ist sie schon und wir haben ja hier den Bereich Spiele. Und da gucken wir mal. So, hier kann man sich erstmal durchblättern. Da kann man sich schon einige Zeit die Zeit vertreiben. Also gerade wenn man Kurzweile hat, ist doch einiges dabei. Es sieht jetzt vielleicht nicht so ansprechend aus und manches ist wirklich altes Zeug, insbesondere so Retro-Games. Hier vielleicht zum Beispiel Stella vom Atari ST. Aber egal, wer sowas mag, wer sowas früher gerne gespielt hat, der kann auch hier kostenlos mal eben dieses Spiel mit einem Klick installieren und sich in alte Zeiten zurückbeamen. Aber auch etwas moderneres wie Ego-Shooter oder sowas ist dabei und viele Spielforks, zwar irgendwelche nachgemachten Sachen, die dann vielleicht nicht mit Lemmingen oder mit Super Marios funktionieren, sondern mit diesen Tux, mit unseren Pinguinen. Zum Beispiel dieses Spiel hier. Das ist eigentlich ein einfaches Jump-and-Run-Spiel. Ich denke, hat einen ganz netten Unterhaltungswert. Und ihr seht, wie viel das hier ist. Da haben wir auch 3D-Spiele, Echtzeitspiele. Bisschen futuristisch, manches sieht auch schon sehr alt aus. Oder einfach nur Kartenspiele, so eine Art Solitaire haben wir hier. Hier zum Beispiel auch solche typischen Handyspiele. Aber egal. Wir finden hier einiges und ich glaube, da kann schon jeder auf seine Kosten kommen. Ich kann jetzt nicht alle durchklicken, ihr müsst da mal selber schauen. Das ist einfach eine spannende Reise, mal in die Anwendungsverwaltung zu gehen und auf Spiele zu drücken. Und ihr werdet überrascht sein, was es da alles gibt. Das ist hier einiges und da sind auch wirklich sehr angenehme Sachen dabei. Und diejenigen, die noch gerne alte Windows-Spiele spielen und das jetzt hier unter Linux machen wollen, können auch ein Programm namens Wine installieren. Irgendwie denkt man, das ist ein Windows-Emulator, aber Wine heißt Wine is not an Emulator, also es ist kein Emulator. Ich habe mit dem Ding auch schon öfters mal Civilization 4 von der CD gespielt. Für diejenigen, die sich noch daran erinnern, was eine CD ist, da war es einfach so, dass das ein Windows-Spiel ist und unter Wine lief das Ding schneller als auf meinem damaligen Windows-PC. Denn es ist ja auch so, dass Windows gar nicht gedacht war, überhaupt mal Spiele zu spielen. Da haben sie sich dann diese Plattform DirectX einfallen lassen, die das Betriebssystem umgeht, um überhaupt spielen zu können. Und dieses Wine möchte ich euch vielleicht nochmal in einer anderen Version vorstellen. Und zwar unter Play on Linux gibt es eine schöne GUI, also eine grafische Oberfläche, mit der ihr Spiele installieren könnt. Aber das zeige ich euch vielleicht mal kurz auf der Webseite. Dazu starte ich hier mal den Firefox und hier haben wir natürlich eine Menge Möglichkeiten, alte Windows-Programme laufen zu lassen. Ihr seht hier diese ganzen Kategorien und ich bin jetzt hier mal in die Kategorie Spiele gerutscht. Da sieht man alles, was dabei ist, zum Beispiel sowas wie Age of Empire in den Uralt-Versionen von 1 bis 3, wer sich daran noch erinnern kann. Aber auch schon irgendwelche Spiele wie Anno 1503, 1602, die sind hier alle schon mal aufgelistet. Und wenn ihr die habt, habt ihr vielleicht käuflich erworben und seid jetzt traurig, dass ihr auf einem Linux-PC die nicht mehr spielen könnt, ja, dann zeigt euch Play on Linux doch die Möglichkeit, diese Spiele hier weiterzocken zu können. Ihr seht, was da alles bei ist. Und ich habe das, wie gesagt, mit Civilization 4 gemacht und das klappte wunderbar. Manchmal muss man hier ein bisschen frickeln. Ja, ich würde auch nicht die Hand ins Feuer legen, dass wirklich alles läuft. Und jetzt möchte man ja nicht immer die alten Spiele haben, sondern vielleicht auch mal was Neueres. Und da kommt zum Beispiel Lutris ins Spiel. Lutris ist eine tolle Oberfläche, um einfach auch Spiele zu installieren. Und ich bin jetzt hier in einem Bereich Games und da werden auch Linux-Betriebssysteme, also Linux-Distributionen vorgestellt, die man hier herunterladen kann, natürlich kostenlos. Diese Linux-Distributionen haben sich auf die Fahne geschrieben, extra
für Spiele kompiliert worden zu sein. Das ist für manche auch vielleicht manchmal sehr negativ. Die wissen gar nicht, welches Linux sollen sie nehmen, wenn sie einsteigen, weil es doch so viele gibt. Und das liegt daran, dass jeder sich seine eigene Linux-Distribution oder sein eigenes Linux-Derivat kompilieren kann. Und dann gibt es ganz spezielle, die sind extra nur zum Musikmachen, extra nur zum Spielen da oder haben einfach einen besonderen neuen Kernel. Und da werden diese drei hier mal vorgestellt. Und da gibt es auch das SteamOS, aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Und ich könnte jetzt zum Beispiel hier unter Linux Mint auch die Linux Mint Version installieren. Und die ist auch schon in den Anwendungsverwaltungen dabei. Ich habe sie hier schon installiert als Flatpak, kann ich starten und wenn ich bei dieser Seite angemeldet bin, dann habe ich hier eine große Auswahl an Spielen, auch von anderen namhaften Herstellern wie Epic Games. EA Apps. Ubisoft. Oder Steam. Gehen wir vielleicht nochmal zu Lutris auf die Webseite und da seht ihr eine ganze Reihe wieder an Spielen. So, und wenn ihr jetzt denkt, ich spiele sowieso nur unter Windows oder ich habe meine Spielekonsole, alles gut, dann kann es sein, dass ihr, wenn ihr die Steam Deck benutzt, dieses Gerätchen hier, dann spielt ihr nicht mit Windows, sondern ihr spielt mit Arch Linux. Denn dieses Gerät von Steam benutzt ein Linux-Derivat, beziehungsweise ist das, glaube ich, eine Linux-Distro. Das ist Arch Linux, ein ganz altes Linux und das ist als Betriebssystem auf dem Steam Deck drauf. Und daran kann man sehen, dass gerade Steam sich doch sehr auf Linux fokussiert. Und wir können da auch gleich nochmal Steam starten und ich zeige euch mal, was man da vielleicht zu beachten hat, wenn man ein Spiel über Steam auf Linux installiert. Und auch wenn da ein Windows-Symbol vorsteht, kann man das eventuell trotzdem benutzen. So, ich habe Steam installiert. Das ist dieses Symbol hier. Habe ich natürlich auch wieder über meine Anwendungsverwaltung gemacht. Ich habe jetzt hier Steam Debian. Also da gibt es zwei von. Da gibt es ein Flatpak von und eine Debian-Version. Aber eine Flatpak läuft ja in ihrer Sandbox. Ist zwar die neueste Steam-Version, aber es ist nicht so schön ins System integriert. Und ich könnte eigentlich aus Geschwindigkeitsgründen jedem nur empfehlen, diese Debian-Version oder die Original-Linux-Version, also kein Flatpak oder Snap, zu verwenden, um dann mit Steam zu spielen. Starten wir das mal eben. Und hier habe ich zum Beispiel ein altes Civilization, das ist Civilization 4, das habe ich mir irgendwann auch nochmal als Steam-Version gekauft, bin ich aber nicht so glücklich mit gewesen. Und hier oben haben wir Civilization 6, das werde ich gleich mal starten. Aber zuvor möchte ich euch das mal mit einer anderen Version zeigen, zum Beispiel Stronghold. Da stand auch nur ein Windows-Symbol davor. Also wenn ich jetzt hier in diese Libraries bzw. in den Store gehe, dann habe ich ja die Möglichkeit, alle möglichen Spiele zu durchsuchen. Und die sind dann eigentlich gekennzeichnet, wenn sie auf Steam laufen. Also hier haben wir die drei Symbole auf Windows, auf Apple oder auf Steam. Und wenn sie auf Steam laufen, laufen sie auch auf Linux. Selbst bei dem Windows-Symbol kann es sein, dass ihr da Proton benutzen könnt und dann läuft das auch auf eurem Linux-System. Ich würde nicht die Hand für ins Feuer legen, aber man kann so einige Spiele unter Linux spielen und ich glaube, das sind mittlerweile die meisten. Gehen wir nochmal zurück. Bei Stronghold habe ich das so gemacht, dass ich auf das Programm selber drauf gehe mit der rechten Maustaste. Und dann haben wir die Eigenschaften. Hier steht jetzt Properties. Okay, so viel Englisch sollte man können, wenn man Steam benutzt. Und dann haben wir hier die Spracheinstellung. Das ist auch immer wichtig, sonst ärgert man sich hinterher. Man hat eine deutsche Version gekauft, aber kann sie nur auf Englisch spielen. Das liegt dann hier an den Einstellungen. Und hier die Kompatibilität. Und ich habe es jetzt bei Stronghold so gemacht, dass ich auf Proton 7 gegangen bin. Hier kann man natürlich auch mal ausprobieren, ob nicht sogar die 9er oder die 8er funktioniert. Das sind jetzt die
aktuell neuesten Version, also zum Stand dieses Videos. Ich würde die experimentelle Version nicht unbedingt benutzen wollen. Da kann es natürlich immer schnell mal zu Abstürzen kommen. Aber hier haben wir die Proton-Version und das ist praktisch die Schnittstelle, sozusagen das Wine von Steam, um auch Windows-Spiele laufen lassen zu können. Und das könnte ich jetzt hier starten und das würde funktionieren, habe ich vorhin schon mal ausprobiert. Am Ende dieses Tutorials werde ich nochmal Civilization 6, das ist so mein Lieblingsspiel, mal starten. Ich muss zugeben, ich bin nicht der große Gamer, ich arbeite halt viel mehr mit dem PC. Ich schneide hier diese YouTube-Videos und da benutze ich dann DaVinci Resolve für, aber da kann man mal sehen, spielen sollte kein Hindernis sein, auf Linux zu wechseln. Und der Videoschnitt mit DaVinci Resolve auch nicht. Und damit ihr mir jetzt auch glaubt, dass das alles so funktioniert, gehe ich jetzt mal auf Civilization. Das habe ich bereits installiert. Ihr seht auch auf meinem Desktop hier das CivNet-Symbol. Und da klicke ich mal drauf und dann werde ich das jetzt starten. Der menschliche Fortschritt kennt keine Grenzen. Aber das hat auch immer seinen Preis. Obwohl wir jetzt im größten Wohlstand leben, erinnert uns ein Blick in die Vergangenheit, dass wir die Natur niemals unterschätzen dürfen. Sie verschlingt das mächtigste Imperium. Und selbst die größten und mächtigsten unter uns zittern vor ihrem Zorn. Doch der Mensch übersteht alle Widrigkeiten. Er lebt im Einklang mit der Erde oder er unterwirft sie. Er richtet den Blick auf den fernen Horizont und findet einen Weg. Hin zu Innovationen. Doch auch zu ungewollten Katastrophen. Um zu überleben, müssen wir neue Lösungen für alte Probleme finden. Für uns und die Generationen nach uns. Mit vereinten Kräften schauen wir über Grenzen hinaus und begrüßen die nächste Ära menschlicher Zivilisation. Ja, und dann gucken wir doch einfach mal, ob wir es auch spielen können. Einfach mal ein Spiel erstellen. Und ich drücke jetzt einfach mal auf Spiel starten.
Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Kupe der Entdecker, ihr gabt dem Land der langen weißen Wolke seinen Namen und nun werdet ihr gerufen, um neue Ländereien zu besiedeln. Beschützt das Land und das Meer und ehrt sie, wie eure Toa euer Volk beschützen. Die Maori werden die natürliche Schönheit der Welt für und alle geht's. Zeiten behüten. Unsere Zivilisation hat etwas Historisches. Seid gegrüßt, mein Oberhaupt. Ihr seht, es funktioniert. Unsere Stadt floriert weiterhin. Und dann wollen wir das wieder beenden. Spiel verlassen. Ja. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter, aber dann schreibt mir auch, warum. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte. Bis dann. Tschüss.